kommt eine 442-Raute. Das freut mich, weil da kenne ich mich besonders gut aus in letzter Zeit. Von daher sind wir da fein. Und Blaugrana FC darf heute ins Kaderfeedback. Der No Name 0301 ist der Managername. Und wir gucken da dann in den Kader. Und wir wissen ja alle, ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich bin im Moment nur Vierter in der sechsten Liga. Also mein Kaderfeedback ist ein Feedback, das einen Blick von außen auf deinen Kader gibt. Und entsprechend würde ich mir auch wünschen, dass du selbst nochmal dir Gedanken zu deinem Kader machst und nicht alles, was ich sage, 100% für dich einfach umsetzt, sondern dass du dir vorher Gedanken darüber machst, ob das auch sinnvoll ist für deine Mannschaft. Weil du bist der Manager deiner Mannschaft und deine Mannschaft gehört nur dir und du musst entscheiden, was du mit ihr tust. Du machst mal Feierabend, dann schönen Feierabend. Das sind die Noob-Tipps hier, was? Da kann ja gar nichts. Nur Vierter. Also ich bin ja Erster. Naja, ich weiß mit deinem FC Mosbach. Ah, Gott. Bleib nur 44 Wochen im Spiel, ey. Dann kriege ich nochmal einen Monat Premium gratis. Kleiner Spaß am Rande. Gut, Torhüter. Ja, Torhüter. Erik Breukers spielt sein Stamm. Zumindest heute spielt er oder ist aufgestellt. Aber es sieht so aus, als ob Eberhard eigentlich sein Stammtorhüter ist. Deshalb würde ich auch behaupten, der spielt heute vielleicht wegen Fünferform. Libero 9% Fuß. Okay, Spieleröffnung. Ja, er ist der bessere Torhüter, da brauchen wir gar nicht lang quatschen. Strafraum ist er sehr stark, also bei Ecken ist er nicht schlecht. Aber sonst würde ich behaupten, der Eberhard ist sein Main. Und da muss dann auf jeden Fall, wenn da Eberhard steht, Eberhard, na, dann ist das fein. Dann würde ich ja behaupten, wir machen da wieder grünes Kästchen rum. Die Torhüter gehen ja immer recht fix, das sind ja nicht ganz so viele. Dann haben wir wieder vier und dann haben wir da ein schönes Kästchen um ihn herum. Na, wenn der Eberhard da steht, ist alles gut. Wenn er Fünfer Form, der kann auch den anderen spielen, mache ich auch so. Kostenloses Premium gefühlt auf Lebenszeit. Sehr schön. Ich bin echt gespannt. So, Abwehr. Wir haben zwei Innenverteidiger, die werden wir jetzt anschauen. Und die zwei Innenverteidiger sind an der Stelle Weingärtner auf links und Abdelmoumen auf rechts. Weingärtner. Gucken wir mal. 15%, 17% Schnitt. 3-2-2, 3-2-2. Bleiben die gleichen Noten. Er ist schon 37. Okay. Einer der ältesten Spieler im Moment in der Online-Liga. Okay. 11% Konditioni gegen 25% Schnelligkeit. Ist er schneller? Ui. Ja, der hat wahrscheinlich auch sehr viel abgebaut, jetzt wo er älter ist. Aber der Kopfball, Zweikampf und Taktik. Ja, also er ist auf jeden Fall da gut unterwegs. Er als IV, boah ja, ist halt ein alter Mann. Ne? Also muss man halt auch mal so sehen. Der ist halt nicht mehr ganz so schnell. Wundert mich, dass der dann überhaupt noch hinterherkommt. Aber ist okay, der ist jetzt aufgestellt im Moment. Da braucht er auf jeden Fall Nachschub, Nachwuchs. Und ab dem Moment vergleichen wir jetzt mal. Vielleicht sind andere IV besser geeignet. Ja, obwohl der ist echt ein guter IV. Das nennt man AV. Boah, ja, nee, Jakimov gefällt mir nicht. Der Bulgare. Der gefällt mir null. Auch nicht als AV. Schürpf ist neu. Also hat er gekauft. Schnell, oh ja, als AV schon mal schnell. Technik hat er nicht. Schusstechnik fehlt, aber Kopfball hat er. Zweikampf. Würde ich wahrscheinlich als zweiten IV im Moment sehen, den Schürpf. Also Weingärtner muss er da auf jeden Fall tauschen. Aber der ist eigentlich auch mehr ein AV, aber wegen Kopfball, auch IV, das ist so irgendwie so gekauft, aber irgendwie oh, so eindeutig für welche Position er ist, steht auch nicht da. Gucken wir nach Klosett. Der ist 25, würde ich wahrscheinlich, ja, dem fehlt ein bisschen Kopfball, aber Taktik, Schusstechnik. Das wäre jetzt tatsächlich für mich der IV, den ich wahrscheinlich dann hinstellen würde. Karin auch eher älter. Rotationsspieler. Ja, Karin ist eher ein Rotationsspieler an der Stelle. Würde ich so sehen, ja.
Und dann haben wir noch nichts mehr. Okay. Also Clauzel auf jeden Fall besserer Spieler, den würde ich auch für Weingärtner reinbringen. Karinger als Ersatzspieler. Der Abdulmann ist erstmal okay, aber auf der anderen Position hier, das ist rot. Da muss er auf jeden Fall den 37-Jährigen nur spielen lassen, wenn er Fünferform hat. Vielleicht hat er die gerade heute. Aber ansonsten da dann den Clauzel spielen, den Richard Clauzel und den dann da reinbringen. Gucken wir nach den IVs, Kusera und Lacic spielen. Kusera ist, oder Kukera, je nachdem, ist da unten, der spielt links. Und Lassik ist hier, der Holländer. Der Holländer! So, die beiden spielen auf jeden Fall. Die sind auch, er ist nicht so schnell, er ist schnell, er hat Technik, aber dafür, ja, Schusstechnik, Kopfball, ey, das, auf der Außenbahn so Kopfball, starke Spieler ist halt, brauchst du halt nicht. Aber Taktik, also der gefällt mir, wenn er schneller wäre, würde mir der sehr gut gefallen. Bis auf das, dass wieder Kopfball drin ist. Also sag Kopfball weg, Schnelligkeit rein, alles gut. 18 Jahre, 20er Talent, also der ist gut unterwegs, kann man nichts sagen. Würde aber behaupten, bisschen mehr Geschwindigkeit, vor allem mit einem 4-4-2 Raute, ist schon nützlich. Vor allem der bearbeitet die Außenbahn sehr stark, der muss schneller sein. Er ist schnell, aber dafür hat er halt irgendwie, ja, der ist okay, der Kutsera. Also ist okay. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch finden an AVs. Wir sind ja, der gefällt uns gar nicht, den brauchen wir gar nicht an. Schöpf nochmal. Ist ähnliches Bild. Ja, da würde ich den auch nicht aufstellen. Also einfach nur, weil er als IV wäre besser, denke ich. Als Rotationsspieler, Schöpf. Vielleicht auch verkaufen bei 19%. Also es ist so typisch. Okay, er hat ihn gekauft, aber irgendwie passt irgendwie auf keine Position so wirklich, ne? Abdul, der ist, ja. Nee, da ist der IV, den braucht er da nicht rausziehen. Riemer noch als AV. Der gefällt mir vielleicht ein bisschen besser. Gucken wir mal schnell rein. Der ist nicht schlecht. Gucken wir mal schnell noch bei Kusera rein. Oder, ja. Lassik. Ja, das war der. Da ist der besser hier unten in dem Bereich. Dafür ist der schneller. Gucken wir nochmal Kusera. Ja, das ist egal. Ja, Zweikampf ist nicht so gut. Schwierig. Würde ich jetzt Riemer nicht unbedingt auf die AV stellen. Der ist eher so ein komischer Spieler, der auch wieder nirgendwo richtig hinpasst. Auf die AV noch am ehesten. Also wenn der noch ein bisschen mehr Zweikampf hätte hier, wäre das ein guter AV. So, gucken wir dann noch nach. Das sind schon die AVs, okay? Schwierig. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Ich finde, Kusera war da mit 20%, gell? Ja. Der ist okay. Also Kusera auf der Position, das ist in Ordnung. Der hier, weiß nicht, da. Der Lasic quält mir da nicht, aber du hast auch nicht wirklich so viele Optionen. Deshalb eher gelb. Ist schon ein bisschen schwieriger an der Stelle. Also die Größe spielt nicht so eine große Rolle. Abend, Sir Dirk Treterborn. Und Toastix hat noch die Chance, in Liga 4 aufzusteigen. Ja, bin ich mal gespannt, ob das klappt. Drücke ich dir die Daumen. Ja, machen wir weiter mit dem DM. Tagalidis ist also dein DM. Grieche? Ach, Deutscher. Ah, mit griechischen Wurzeln bestimmt. So, DM. Das ist tatsächlich ein ZDM, der ist wichtig. Der hat keine Schnelligkeit, ist nicht so wichtig. Oh, der gefällt mir tatsächlich. So von seinen Grundwerten ist zwar 31. Also da auch die Möglichkeit, Riemer mal schnell dagegen zu vergleichen. Ja, das ist eher ein AV-Spieler, da ist DM-technisch nicht so viel drin. Dann hast du noch Kusera. Komischer Spieler auch, ne? Diese Kopfballstärke auf. Selbst Kusera gefällt mir auf der Außenbahn nicht so wirklich, aber das ist deine beste Option tatsächlich. Als DM nicht, ne. Guck mal nach deinem Österreicher. Hast du ja zwei Stück davon? Boah, 32 Jahre, auch eher eine ältere Mannschaft. Da muss auf jeden Fall überall noch ein bisschen gedreht werden. Ist auch nicht schlimm, aber wenn alle gleich in Rente gehen, wird es hart.
Ja. Der ist schnell, hat Technik, wäre eher so ein OM-Spieler tatsächlich. Aus so Flügel-OM, meine gefühlt. Nee, als DM auch nicht so wirklich. Petermann. Das könnte, ne? Das könnte tatsächlich ein Konkurrent werden. Schauen wir mal. Technik, Schusstechnik, Schusskraft. Kopfball ist egal. Zweikampf ist schlechter, dafür Taktik. Schwierig. Aber guter Ersatzmann, der da ist 31, der da kann sich noch entwickeln, hat auch nur 12%. Aber ein Petermann ist auf jeden Fall ein guter Ersatzmann, den man da mal bringen kann. Und dann sind wir schon durch die DMs durch. Okay, DM-Position. Ich mag hier das Grün, weil das ist okay, wie es im Moment ist. Aber da hast du auf jeden Fall, oder machen wir es gelb. Da ist auf jeden Fall so, da fehlt dir was. Dann irgendwann. Und würde ich schon sagen, der Tagalidis ist da okay. Aber der ist 31, wird auch irgendwann in Rente gehen. Dein Nachzügler hat nicht das Talent, um jetzt den Platz auszufüllen auf lange Sicht. Und du hast nicht wirklich eine Alternative da an der Stelle. Deshalb würde ich behaupten, da gibt es Behandlungsbedarf. Aber eher noch auf der IV-Position. Gib dem nicht so viel Tipps, der ist ein Platz vor mir. Der muss halt mal hier. Ne? Ich weiß nicht, er ist wahrscheinlich live jetzt nicht dabei. Also ich weiß nicht, wann das sehen wird. Ich habe ihm einen Freund geschrieben, dass er heute drankommt. Muss ich das nächste Mal einen Tag früher machen. Dass die Leute auch rechtzeitig Bescheid wissen. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir gucken erstmal nach ZOM. Kozlowski ist an der Stelle der Mann, der da spielen soll. Und der hat Technik. Ein ordentlicher Zweikampf ist nicht ganz so wichtig auf der ZOM-Position. In anderen ZOM-Positionen ist es schon wichtiger, aber sonst ist es okay. Gucken wir nach den OMs. Haben wir schon gesagt, Taglidis. Kusera könnte vielleicht als OM rantreten. Der spielt halt, aber den brauchst du halt auf AV. Den brauchen wir dann, also könnte auch OM spielen. Der hier wäre so ein defensiver OM, sage ich mal dazu, ne, der dann irgendwo auf der hinteren OM-Position spielt, aber der spielt bei dir ja DM, den können wir dazu nicht einsetzen. Sojanonski, der hat halt keine Kondition, aber sonst ist er ganz geil. Wäre für mich jetzt auch so einer, der könnte die OM-Position spielen, muss bloß gewechselt werden, weil der wird es nicht durchhalten. Das ist einfach so. Du hast so viel Kopfballstärke. Bist auf Eckbälle aus. Ne? Aber der ist tatsächlich ein guter OM, wäre der nicht so alt und hätte nur 3% Kondition, wäre das wahrscheinlich mein gesetzter OM, ZOM im Moment. Heidmann ist verletzt, 2 Wochen. Schnelligkeit, oh ja, Technik. Schusstechnik ist nicht ganz so gut, aber Schusskraft hat er dafür. Das ist kein schlechter. Der wird mir auch gefallen als ZOM, aber eher wahrscheinlich, also den könnte man als ZOM spielen, den Heidmann. Ja. Oder er spielt halt hinten dran eins und ist wegen Zweikampf da dann besser. Also im 4-4-2 würde ich tatsächlich ihn wahrscheinlich auf der ROM-Position dann positionieren, weil er halt diesen Zweikampf halt auch hat. Und sonst halt auf den Flügeln rechts. Wahrscheinlich. Aber kommt drauf an, was für OMs du noch hast. Der geht in Rente. Boah, das ist auch ein starker. Das ist echt ein starker. Den würde ich vielleicht. Wahrscheinlich würde ich den tatsächlich auch als LOM oder ja, als LOM sehen, den Hesimovic. Auch wenn er in Rente geht. 36, starker Spieler. Der ist auf der Transferliste. Gucken wir mal kurz rein. Adelbert Kretschmer. Ja, verstehe auch warum. Mal sehen, ob er verkauft wird. Ist 24. Talent noch nicht entdeckt. Nicht schlecht. Als Flügelspieler wäre okay. Aber ich verstehe, dass du ihn verkaufst. Turgemann. Zweikampfstark. Schwierig. Eigentlich mehr ein DM. Na, das ist so. Weil mehr so ein DM, einfach von den Werten her. Als OM okay. Aber als DM wäre der besser. Kozlowski ist einer von deinen. Wo spielt denn Kozlowski? Den habe ich gerade offen.
Bondora ist dann linker OM. Okay, der hat aber den Zweikampf auch. Würde ich überlegen. Kann ich auf Flügel? Der ist eigentlich mehr so ein ZOM-Spieler. Die Schusskraft ist ein bisschen wenig tatsächlich auf der Position. Aber sonst Kopfball ist eh, Zweikampf ist gut. Aber ja, wahrscheinlich würde ich auch ihn dann eher vorne spielen. Bondora dann auf links OM im 4-4-2-Raute. Aber wenn ich nicht die Raute spielen würde, würde ich ihn wahrscheinlich auf die ZOM-Position schicken. Das sieht nicht schlecht aus. Oder halt eben den Heidmann haben wir schon gesehen. Der ist auch nicht schlecht, der hat auch super Werte. Ist leider verletzt. Okay. Also ZOM würde ich auch mal so gelb markieren. Der gefällt mir nicht, der gerade spielt. Wahrscheinlich hast du aber auch einen Verletzten, der das spielen würde. Aber der gerade aufgestellt ist, der gefällt mir noch nicht so. Auch wenn er gute Noten hat. Ne? Der hat 2,75, ist eigentlich ganz gut. Aber mir gefällt da der. Mir ist er ganz gut. Der wäre nicht schlecht auf der Position. Und der Heidmann, der ist auch super. Ja, aber die Noten sind nicht so gut. Aber er hat 22% Talent, also das wird nochmal eine Bombe. Der wird mir als ZOM richtig gut gefallen. Der hat richtig schöne Werte dafür. Und als Flügel geht er auch. Aber Flügel-OMs habe ich schon gemerkt, hast du nicht so viele. Deshalb ist es ganz gut, dass du ein 4-4-2-Raute spielst, weil da brauchst du die Flügel nicht so stark. Gucken wir kurz mal rein. Kusera lasse ich. Bondora und Turgeman. Turgeman, da ist der Turgeman und Bondora ist hier. Beide nicht so schnell, deshalb spielst du auch ein 4-4-2-Raute. Zweikampfstark. Sonst ganz nette OMs, er ist besser. Also Bondora würde ich tatsächlich auch da, wie jetzt gerade spielt, spielen lassen. Deshalb würde ich ihn mal grün markieren. Den gucken wir uns jetzt auch nicht mehr groß an. Der ist auf jeden Fall fein an der Stelle. Den würde ich grün machen, weil der ist okay. Den haben wir schon mal jetzt ein paar Mal gesehen. Gucken wir mal nach Turgeman, den Israeli. Rechts OM. Die haben wir schon ausgeschlossen. Ihn hier, der wäre halt für einen Flügel. Wenn du Flügel spielen willst, ist das hier dein Spieler. Leider der Kondition schwächt. Deshalb wird er nicht und ist alt. Also von daher Heidmann als der könnte auch. Das wäre perfekter ZOM. Also den würde ich ZOM spielen lassen. Wenn der kommt nicht nach hinten. Der spielt ZOM, wenn er wieder fit ist. Hesimovic wäre auch nicht schlecht. Aber dann links OM können wir da nochmal mit Bondora vergleichen. Gucken wir mal schnell rein. Schnelligkeit ist halt besser. Das wäre auch so ein Flügel-OM. Der spielt bei dir im Moment auch nicht im Sturm. Würde ich auch nicht tun. Ja, ist ein bisschen schlechter wie er hier. Aber er kann gut rotieren damit. Okay. Also Bondora ist auf jeden Fall nochmal gesetzt. Turgeman. Dann würde ich nochmal Kretschmer anschauen. Auch eher so ein Flügelmann. Na, denn der gefällt mir nicht wirklich. Kretschmer, Hammer. Turgeman, Hammer gerade offen. Kozlowski spielt ja auch vor dem Ding. Ein rechter OM. Ja, der spielt dann da. Das ist fein. Er hat gute Werte für einen ROM in der Position, wie gesagt. Das ist im 4-4-2 ist das besser, ein bisschen mehr Zweikampf zu haben, weil er das auch braucht. Und er muss ja nicht auf die Flügel und schnell sein, sondern die verteilen die Bälle hier. Deshalb, das ist fein. Aber du hast so ein bisschen ein Flügelthema. Wenn du mal Flügel spielen willst, musst du mal gucken, weil da hast du nicht so viele Spieler dafür tatsächlich. Dann Schwirner und Festdorf. Schwirner und Festdorf sind die beiden Stürmer bei dir. Kurz nochmal in den Chat gucken. Gruppenkuscheln! Finde ich immer gut. Also mit 1,5 Metern Abstand. Gruppenkuscheln. Ja, ein durchschnittlicher Kader, muss ich auch sagen. Bis jetzt. Es fehlt mir so ein bisschen die Linie bei den Spielern auch. Ne? So, sie sind alle nicht schlecht, aber irgendwie so speziell, wo man sagt, hey, cool, der spielt auf jeden Fall dort oder der dort. Das ist tatsächlich gerade nicht so gegeben. Und auch der rechte Stürmer ist da ein bisschen schwierig. 33 Jahre, kaum Kondition, kaum Schnelligkeit, sonst gute Werte, Zweikampf. Und bei ihm ist es irgendwie auch so, Zweikampf, Taktik, der steht wahrscheinlich auf dem Abseits, 11%.
Ja, es geht. 11% Talent ist halt nicht unbedingt die Wucht, hat aber 3 Tore. Er hat 4 Tore, also das darf man auch nicht vergessen. Der ist als Flügelstürmer sehr stark tatsächlich. Also ein 4-3-3 wäre der gut aufgehoben. Da kannst du vielleicht auch mal ein 4-3-3 offensiv rausholen oder einen Konter. Der gefällt mir ein bisschen besser, aber beide auch nicht so typisch Stürmer. Ne? Also eher so ein bisschen technischer veranlagt. Kein Kopfballmonster dabei, obwohl du so viele kopfballstarke Spieler in der Mannschaft hast. Ne? Das ist echt krass. Also Festdorf gefällt mir jetzt noch, Fresdorf gefällt mir jetzt noch gar nicht. Gefällt mir schon ein bisschen besser, aber er hat halt Athletik und Taktik, dafür ist er halt konditionell nicht so gut unterwegs und schnell ist er auch nicht, aber wir wissen ja, manchmal schießen diese Spieler gerade die Tore. Deshalb, also ich guck mal, Fresdorf rechts können wir auf jeden Fall dann auch nochmal betrachten. Ich würde jetzt ganz kurz mal nach Schwierner gucken, er ist auf der Transferliste der Schleich. Konditionell gut, Schnelligkeit da, Technik da, hat aber nur 11 Spiele und 0 Tore. Krass, das ist auch wichtig, ne? Das darf man nie vergessen bei den Stürmern, die müssen Tore schießen. Wenn sie keine schießen, sonst gute Werte haben, ist das alles nichts wert. Ist kein schlechter tatsächlich, da müssen wir nochmal gucken nach Fresdorf. Ah, der schießt halt Tore, ne? 4 Tore, das ist halt einfach das. Das verstehe ich manchmal aber auch nicht ganz so, ne? Eigentlich so Schusstechnik, ne, Kopfball, aber er hat halt weniger Taktikverständnis, genauso viel Athletik, Zweikampf, genauso viel, bisschen weniger Kopfball. Ja, ich würde auch Fresdorf an der Stelle erstmal spielen. Machen wir Schwinner wieder auf. Tiburci. Boah, der hat ja eine Schusstechnik, Junge. Uiuiuiui. Das ist einer, den würde ich auch im Sturm spielen, tatsächlich. Über Fresdorf wahrscheinlich. Oder sogar über ihm, warte mal, nicht unbedingt, nee. Vielleicht wegen, doch, ich würde ihn hier eher spielen. Also ich würde Tiburcim eher spielen als das Schwierner und auch als Fresdorf. Weil wenn man sich das jetzt anguckt, ne, der Fresdorf ist hier unten ganz nett, aber die anderen Werte sind halt bei ihm viel besser hier oben. Er schießt auch seine Tore, vielleicht würde ich auch Fresdorf und ihn spielen, weil die beide Tore schießen. Ja, schwierige Entscheidung, aber Tiburci gefällt mir. Tiburci gefehlte mir. Gucken wir noch nach die anderen Stimme. Gucken wir noch mal, wen machen wir hier noch mal auf? Den Schwierner noch mal. Und hier machen wir auf den Heidmann. Ist auch eigentlich, aber der muss ZOM spielen, der Junge. Da kann ich in Sturm, ey. Der ist einfach zu gut für die ZOM-Position. Der muss ZOM spielen. Meiner Meinung nach. Das hier wäre ein Stürmer, der ist auch nicht wirklich so Stürmer, ne? Aber hat wenigstens, ne, bis auf Schusskraft ist er gut unterwegs, hat auch 3 Tore. Wäre ein guter Rotationsspieler gewesen tatsächlich. Mit 36, bisschen alt, geht in Rente, okay, aber der kann auf jeden Fall OM, der kann ST, das ist ein guter Rotationsspieler. Schade, dass er in Rente geht. Okay, ich würde tatsächlich vorne drin Schwierner und Tiburci spielen. Das wären meine 2 Jungs, die ich spielen würde. Nicht Schwier doch Schwierner und wenn der jetzt aber keine Tore schießt. Schwerner hast du neu gekauft, würde ich Fresdorf daneben setzen und wechseln. Das ist so dein Rotationsstürmer. Und die anderen beiden spielen, also Tiburci für Fresdorf erstmal. Das würde ich tatsächlich so tun. Ich finde den Schwerner okay. Und hier würde ich dann Tiburci spielen. Na, wäre mein Mann hier. Und wenn das so ist, dann wäre das erstmal okay. Aber du hast da auf jeden Fall keine schlechten, aber das wäre auf jeden Fall eine Option, Tiburci für Fresdorf zu bringen. Und Fresdorf als Einwechselspieler zu sehen. Hat er gesehen beim Alin Čafić bei mir? Čafić, wie auch immer. Der kann Tore schießen, der ist auch gut unterwegs. Nur spielt halt nur, wenn er 5er Form hat. Das sind 12% Stürmer, der Tore schießt. Läuft. Ja, deshalb. IV-technisch musst du auf jeden Fall schauen. DM kannst du dir überlegen, da wird es auch immer Probleme geben, ist jetzt nicht ganz so dringend. ZOM, da würde ich wie gesagt, warte mal, machen wir es doch nochmal anders. Machen wir das hier gelb. Also da würde ich Tiburci spielen. Ganz kurz, da andere, da musst du Hesimovic spielen. Warum kann ich das nicht markieren? Dann schreiben wir es einfach nur. Hier würde ich Hesimovic spielen.
wäre auf jeden Fall mein Spieler, den ich dort spielen würde. Und hier unten, das ist gut, wenn der Eberhard spielt, also das wäre auch nochmal eine Option zu sagen, okay. Da unten, ich mache es auch lieber gelb nochmal. Dass es einfach ersichtlich ist, dass sich da jemand anderes spielen würde an deiner Stelle. Aber das weißt du wahrscheinlich, das ist einfach nur jetzt gerade, weil er 5er Form hat und deshalb spielt der andere Torhüter. Deshalb, also da IV-Position muss, LIV vor allem. Der Rest ist alles okay. Hier auf der Außenbahn hast du noch ein bisschen Probleme. Die Themen hier natürlich klar, da die zwei anderen Spiele reinbringen. Hier wirst du irgendwann auf lange Sicht dann ein Thema bekommen im DM-Bereich. Aber sonst ist es eine gute Mannschaft, die da gut unterwegs ist. Und gegen die dann auch so Dirk Treter Bonn dann antreten muss in einem Spieltag. Also übernächsten Spieltag ist er dann da gegen diese Mannschaft dran. Und Dankeschön auch an Blaugrana, dass ich diesen Kader bewerten durfte. Ich freue mich immer drüber, wenn ich da auch dann mal wieder normale Vereine sehe und nicht sowas wie bei Boone Light, der doch eher so einen krassen 1-Millionen-Kader hat. Das war gestern ein bisschen schwieriger. Heute war es wieder ein bisschen einfacher. Nee, nicht gestern, vorgestern. Heute war es ein bisschen einfacher, weil die Mannschaft auch nicht ganz so, ne, krass unterwegs ist, was die Einzelspieler angeht. Ja, ne, da hat man schon gemerkt, da fehlt so ein bisschen so diese Spezialisierung auf die Positionen. Das war alles sehr durchgemischt. Deshalb da ein bisschen noch drauf achten, auch beim Einkauf. Ein bisschen die Positionen im Hinterkopf behalten, was du eigentlich kaufen möchtest, für welche Seite, welche Formation. Und dann läuft das auch